Videos um 19 Uhr. Für euch im Studio die Kapelle für die zweite Welle und immer noch abgesagteste Band der Welt, Leger. Aloha Corona, wir sind Leger. Wir heißen auch so. Wir sind die Band, die ihresgleichen sucht. Wir sind die Band, die Akzente setzt. Wir sind die Band, die nichts auslässt. Wir sind die Band, die nichts bereist. Wir sind die Band, die herausragt. Wir sind die abgesagteste Isolierband der Welt und eure Kapelle für die zweite Welle. Und wir begrüßen euch recht herzlich zu einem coolen Video um 19 Uhr. Also wir. Das war das halbherzigste Herausragen, was ich je gesehen habe. Spult nochmal zurück und seht, wie Dani nicht herausragt an der Stelle. Obwohl sie eigentlich immer wirklich herausragend ist, wie ich finde. Es ist Freitag, der 18.12. Ein Glück habe ich heute Morgen unseren Adventskalender geguckt, sonst wüsste ich das nicht. Ich hoffe, ihr guckt fleißig Adventskalender. Ich hoffe, nach 3 Tagen Lockdown Ultra oder Lockdown Plus oder wie immer man das nennt. Also ich habe schon ganz schön de Flemm, wie man bei uns in Trier sagt. De Flemm heißt, glaube ich, eine leicht melancholische Grundstimmung. De Flemm heißt de Schnauze voll. So, bevor wir zum Olaf-Freitag kommen, ich freue mich schon sehr darauf, die Dani übrigens auch, mega. Genau mein Ding. Ist genau ihr Ding. Wollte ich nochmal ganz kurz auf die völlig inoffizielle Helene Fischer-Ersatzshow am ersten Weihnachtstag zu sprechen kommen. AFES. Aus unserem Weihnachtszimmer. Vielleicht werden wir auch mal irgendwann runter in die Garage, also hier ins Quarantanamo-Studio gehen. Die Garage. Mensch, Olaf. Alles gut. 9 Monate, jetzt hast du es verraten. Psst. Die Deppen sitzen in der Garage. Nein, mach alles gut. Das ist aber inzwischen nicht mehr ganz so kalt wie in Raum früher. Wir haben da ein bisschen aufgerüstet. Was ich von euch brauche, damit ihr alle dabei sein könnt, wenn ich das dann hinbekomme, keine Ahnung, ist ein Video von jedem von euch. 5 Sekunden leichter Applaus, 5 Sekunden frenetischer Applaus, 5 Sekunden leichtes Kichern oder 5 Sekunden herzhaft lachen und einmal oh. So, die Dani hat ihr es schon gedreht und mir geschickt. Geht ganz schnell. Das würde mich sehr freuen, da kann ich euch nämlich alle mit in diese Live-Show versuchen reinzubekommen. Ich bin da noch ein bisschen am Probieren, aber kriegen wir alles irgendwie hin. Wirtschaft. Olaf Freitag, ich habe mir ein Lied ausgesucht. Ich habe gesagt, was für Musik haben wir noch gar nicht gemacht in unserer 16-jährigen Karriere. Und ich weiß nicht, wie viele es wissen, ich bin in den 90ern, das war meine Sturm- und Drangzeit. Und in den 90ern wechselte die harte Musik langsam in eine neue Richtung. Und man fing an, Stromgitarren mit Sprechgesang zu kombinieren. Als da wären Rage Against the Machine, Clawfinger, die guten Jungs. Und irgendwann waren wir alle auch so ein bisschen Hip-Hop-Fan. Bis dann irgendwann die große Judgment Night-Platte kam, wo nur noch Metal und Hip-Hop drauf waren. Das war ganz, ganz auch eine fantastische Platte, könnt ihr euch alle mal anhören. Aber noch lange davor, in den 80er Jahren, haben drei kleine Punks aus New York angefangen mit Sprechgesang und haben trotzdem ihre Stromgitarren unten drunter laufen lassen. Und von denen würden wir gerne ein Lied spielen. Und es geht thematisch. Was denn? Genau, und das, was die drei kleinen Punks aus New York in dem Lied gemacht haben, das macht der kleine Punk aus draußen jetzt alleine. Mit mir zusammen. Ich bin die Stromgitarre ohne Strom. Ja. Wir sind ja unplugged. Unplugged Punks. Unplugged Punks, genau. Achso, weil ich wollte zu. Thematisch ist es ein bisschen ein schwieriges Lied zur momentanen Zeit. Viele von euch, oder worüber sich viele beklagen, ist tatsächlich, dass man im Moment auch nicht feiern darf. Man muss auf Abstand bleiben. Man darf sich nicht zu treffen. Man darf sich nicht zu treffen. Man darf sich nicht treffen, um mit Leuten zu feiern.
Das setzt vielen Leuten auch sehr zu und man muss sich so ein bisschen auch für sich durchsetzen, dass man manchmal doch eine kleine Feier macht, wie bei uns, wenn wir zu zweit feiern. Ich hoffe, dass ihr alle jemanden an eurer Seite habt, wo auch eine Party zu zweit echt ein Knaller werden kann. Wir haben das große, ich hab das große Glück. Aber ja, trotzdem. Bei uns knallt es schon mal. Ja. Nein. Komm, wir zeigen mal den Leuten, was wir meinen. Boys, unser allererster Hip-Hop-Klassiker, den wir jemals versucht haben. Sagt uns bitte, ob ihr das zumindest vertretbar fandet. Schreibt uns, schickt uns Videos, wie ihr klatscht und lacht. Oder tut einfach Beträge in unseren Hut. Daran können wir auch erkennen, wie gut es euch gefallen hat. Genau. Wir sehen uns morgen zum legeren Samstag. Morgen früh. Türchen 19. Ne? Ihr wisst Bescheid. Morgen Abend der legere Samstag. Und bis dahin, bleibt gesund. Ich hätte eine Kappe falsch umtragen sollen. Ja, aber du hast sie nicht mitgenommen. Als es im Frühjahr kein Klopapier gab, lag das am Coronavirus. Die Leute fluchten, denn auf Nudeln und Mehl, die bekam man sehr schwer. Doch blieben wir